Herzlich willkommen zur 98. Folge Analysis für Ingenieure. Wie man die Fläche berechnet, die der Graph einer Funktion in einem vorgegebenen Intervall mit der x-Achse einschließt, haben Sie sicherlich schon in der Schule behandelt. Trotzdem möchte ich hier noch einmal die wesentlichen Regeln zusammenfassen. Betrachten wir im ersten Fall einmal eine Funktion, die positiv sein soll oder höchstens gleich 0, und zwar für alle x aus einem vorgegebenen abgeschlossenen Intervall a, b. Dann könnte die Situation ungefähr folgendermaßen aussehen. Beispielsweise sei dieses Mal der positive Graph dieser Funktion. Und wir suchen jetzt sozusagen die Fläche, die diese Funktion oder dieser Graph dieser Funktion auf dem Intervall a, b mit der x-Achse einschließt. Und diese Fläche schraffiere ich hier mal schwarz. Wie man diese Fläche berechnet, ist, glaube ich, klar. Sie brauchen einfach nur das Integral von a bis b, f von x, dx bilden. Betrachten wir jetzt einmal den zweiten Fall. Und zwar der zweite Fall ist der Fall, dass die Funktion kleiner als 0 ist oder höchstens gleich 0. Und zwar wieder für alle x aus einem vorgegebenen abgeschlossenen Intervall a, b. Dann könnte die Situation beispielsweise so aussehen vielleicht, das sei mal der Graph dieser Funktion. Und wir wollen auch jetzt wieder berechnen, wie groß ist die Fläche, die dieser Graph im Intervall von a bis b mit der x-Achse einschließt. Zunächst einmal, wenn Sie jetzt das Integral bilden würden über diese Funktion im Intervall a, b, erhalten Sie einen negativen Zahlenwert. Und dieser negative Zahlenwert kann auf keinen Fall die Fläche darstellen, da Flächen in der Geometrie positiv definiert sind. Woran liegt das? Betrachten wir der Einfachheit halber mal irgendwo hier in diesem Intervall a, b eine Zwischenstelle, die ich hier mal mit Xi bezeichnen möchte. Dann können wir hier mal uns ein Rechteck reinzeichnen und dieses Rechteck habe der Einfachheit halber mal die Breite Delta x. Die Höhe dieses Rechtecks wäre hier gerade der Funktionswert an der Stelle Xi und Sie sehen, wenn Sie jetzt das Produkt bilden, f an der Stelle Xi, also die Höhe des Rechtecks mal die Breite des Rechtecks, dann erhalten Sie hier im Produkt einen Zahlenwert, der sicher kleiner als 0 sein wird, da ja die Funktionswerte an jeder beliebigen Stelle Xi immer negativ sind. Und wir hatten den Integralbegriff ja so eingeführt mittels Riemannscher Summen, das heißt Summe von Rechtecken bilden und alle Summanden in dieser Summe würden einen negativen Wert ergeben und daher wäre das der Wert des Integrals hier offensichtlich negativ. Wie können wir nun aber die Fläche ausrechnen? Dazu könnte man Folgendes tun. Wir könnten diesen Graphen dieser Funktion f ja auch an der x-Achse mal spiegeln. Dann hätten Sie das Spiegelbild, das würde ja vielleicht ungefähr so ausschauen hier. Das wäre hier also der Graph jetzt von minus f. Und wenn Sie jetzt die Fläche unter diesem Graph von minus f im Intervall von a bis b berechnen, dann erhalten Sie offensichtlich gerade den richtigen Flächenwert. Denn dieser Flächenwert, den ich hier schwarz markiert habe, ist derselbe Flächenwert, der sich ergeben würde über die Funktion f im Intervall von a bis b. Das hängt einfach zusammen damit, dass diese beiden Flächen eben halt gespiegelt ineinander hervorgehen. Das heißt, die Fläche lässt sich hier berechnen, a ist gleich als Integral von a bis b über die Funktion minus f von x dx. Und das bedeutet, das Minuszeichen können Sie noch vor das Integral ziehen, dann erhalten Sie minus Integral von a bis b f von x dx. Also, wenn Sie einen Flächenanteil haben, der unterhalb der x-Achse liegt, liefert er im Integral immer einen negativen Wert. Und wenn Sie die Fläche ausrechnen wollen, müssen Sie das dadurch berücksichtigen, dass Sie vor das Integral ein Minuszeichen schreiben. Und dann erhalten Sie gerade diesen positiven Wert hier oben. Wenn man nun dieses Minuszeichen nicht berücksichtigen möchte, kann man auch dieses Integral einfach in Betragsstriche setzen, also Betrag von Integral a bis b f von x dx, dann erhalten Sie immer den richtigen Wert. Da egal, ob die Fläche oberhalb der x-Achse oder unterhalb der x-Achse liegen würde, der Betrag von diesem Integral würde immer den richtigen Flächeninhalt angeben.
Betrachten wir jetzt noch den etwas allgemeineren Fall, den dritten Fall. Und der dritte Fall soll mal der folgende sein. Die Funktion schließt in einem Intervall von a bis b mit der x-Achse mehrere Flächenstücke ein. Betrachten wir mal die Intervallgrenze b beispielsweise an dieser Position hier und die Intervallgrenze meinetwegen hier links. Dann sehen wir, dass die Fläche, die hier eingeschlossen wird, die schraffiere ich hier mal zunächst einmal schwarz, sich aus drei Teilflächen zusammensetzt. Zwei von diesen Teilflächen liegen überhalb der x-Achse, liefern also im Integral einen positiven Zahlenwert. Und eine Teilfläche, die unterhalb der x-Achse liegt, nämlich genau die mittlere, liefert einen negativen Wert im Integral. Wie berechnet man nun diese Flächen? Die Flächen berechnet man so, indem man zunächst einmal die Nullstellen dieser Funktion ermittelt. Und diese Nullstellen möchte ich hier mal mit x1, x2, x3, x4 und x5 bezeichnen. Wie ist dann vorzugehen? Ja, ich schreibe hier noch Vollständigkeit halber mal die Achsenbezeichnung mit auf. Wir müssen im ersten Schritt hier zunächst einmal die Nullstellen dieser Funktion ermitteln. Und wie errechnen wir diese? Wir müssen die Funktion 0 setzen. Und dann versuchen, diese Gleichung, die dann hier entsteht, nach x aufzulösen. Und das kann unter Umständen ein Problem darstellen. Nämlich nicht jede Gleichung lässt sich immer algebraisch auflösen. Aber nehmen wir mal an, wir könnten diese Gleichung hier auflösen. Dann würden wir in meinem Beispiel hier die 5 Nullstellen x1, x2, x3, x4 und x5 erhalten. Von diesen 5 Nullstellen sind aber nur diejenigen relevant, die auch im abgeschlossenen Intervall AB drin liegen. Und das sind bei uns im Prinzip nur die ersten 3 Nullstellen, x1, x2 und x2 und x3. x1 liegt ja außerhalb, wie Sie sehen, x4 und x5 liegt auch außerhalb des Intervalls. Dann erhalten wir die Fläche A ist gleich. So, das erste Flächenstück liegt überhalb der x-Achse, deswegen können wir einfach ansetzen, das ist das Integral von A bis x2, f von x dx. Der nächste Flächenanteil liegt unterhalb der x-Achse. Da müssen wir also das berücksichtigen, indem wir hier ein Minuszeichen vor das Integral zunächst setzen. Und dieses Integral läuft dann von x2 bis x3 f von x dx. Und schließlich noch das letzte Flächenstück, das liegt wieder überhalb der x-Achse, also plus Integral von x3 bis b f von x dx. So, Sie müssen also, um die Minuszeichen hier richtig zu setzen, den Verlauf des Graphens im Prinzip kennen. Wenn Sie den Verlauf des Graphens nicht kennen, wissen Sie ja nicht, wo Sie das Minuszeichen vor das Integral setzen müssen und wo nicht. Abhilfe kann man sich dadurch schaffen, indem man einfach vor jedem Teilintegral oder jedes Teilintegral besser gesagt in Betragsstriche setzt. Dann ist die Rechnung sicher richtig. Ist natürlich mit einem etwas erhöhten Schreibaufwand dann verbunden, weil Sie ja ständig immer diese Betragsstriche in der Rechnung mitziehen müssten. So, wir möchten jetzt vielleicht mal ein Beispiel betrachten, wie man diese Flächenberechnung anwenden kann in der Praxis. Und zwar das erste Beispiel, was wir uns anschauen wollen, ist die Fläche einer Ellipse. Wir wollen jetzt also die Fläche einer Ellipse bestimmen. Fläche einer Ellipse. In dem Video Nummer 11 hatte ich Ihnen hergeleitet die Gleichung einer Ellipse, und zwar die Gleichung einer Ellipse mit Mittelpunkt im Koordinatenursprung. Und diese Gleichung lautete x² dividiert durch a² plus y² dividiert durch b² ist gleich 1. Mit den Parametern a und b. Und diese beiden Parameter müssen positive, reelle Zahlen sein. A und B sind die sogenannten Halbachsen dieser Ellipse. Wie gesagt, das wurde alles schon besprochen im Video Nummer 11. Ich male vielleicht zunächst einmal eine Ellipse hin. Die Ellipse könnte dann beispielsweise folgendes Aussehen haben. Vielleicht dieses hier. Und Sie sehen, dass diese Ellipse offensichtlich keine Funktion ist, sondern
Ja, eine Zuordnungsvorschrift beschreibt diese Gleichung eigentlich nur. Diese Ellipse wird beschrieben im Prinzip durch zwei Funktionen, nämlich eine Funktion, die überhalb der x-Achse liegt, die nenne ich mal f oben, also fo von x, und eine Funktion, die unterhalb der x-Achse liegt, die nenne ich fu für f unten. Wie kriegen wir diese Funktionsgleichung zunächst erstmal heraus? Dazu lösen wir diese Ellipsengleichung hier mal nach y auf. Im ersten Schritt bringen wir dazu den Term x Quadrat dividiert durch a Quadrat auf die rechte Seite. Dann erhalten wir y Quadrat durch b Quadrat ist 1 minus x Quadrat dividiert durch a Quadrat. Im nächsten Schritt multipliziere ich diese Gleichung durch mit b Quadrat. Dann erhalten wir y Quadrat ist b Quadrat multipliziert mit 1 minus x Quadrat dividiert durch a Quadrat. Im nächsten Schritt ziehen wir noch die Wurzel und müssen bedenken, wenn man die Wurzel zieht, gibt es im Prinzip zwei Lösungen, nämlich plus minus Wurzel aus dem ganzen Ausdruck. Und hier verwende ich gleich die Rechenregeln für Wurzeln, nämlich wir können diese Wurzel aufsplitten in zwei Wurzeln, einmal in Wurzel b Quadrat und einmal in Wurzel aus 1 minus x Quadrat dividiert durch a Quadrat. Bedenken Sie jetzt, dass die Wurzel aus b Quadrat immer Betrag b ist. Und wir wissen ja, laut Voraussetzung hatten wir gesagt, unser b ist größer als 0. Das heißt, wir können hier im Prinzip die Betragsstriche weglassen, da ja unser Argument hier positiv ist, so dass hier Wurzel aus b Quadrat in unserem Fall einfach nur noch b liegt, b ergibt. Das heißt, wir erhalten hier also zwei mögliche Lösungen. y1, y2 ist gleich plus oder minus b mal Wurzel aus 1 minus x Quadrat dividiert durch a Quadrat. Der obere Teil der Ellipse, der in der oberen Halbebene liegt, hat positive y-Werte. Deswegen kommt von diesen beiden Lösungen hier nur die positive Lösung in Betracht. Also b mal Wurzel aus 1 minus x Quadrat dividiert durch a Quadrat. Und der untere Teil der Ellipse, der in der unteren Halbebene liegt, dort sind die y-Werte alle negativ. Dieser Funktionsteil wird beschrieben durch minus b mal Wurzel aus 1 minus x Quadrat dividiert durch a Quadrat. So, was wollen wir? Wir wollen hier die Fläche der Ellipse bestimmen. Aufgrund der Symmetrie, die hier vorliegt, reicht es aber aus, wenn wir die Fläche der Ellipse bestimmen, die im ersten Quadranten liegt. Und diese Fläche, die zeichne ich mal hier blau. Wir wissen, diese Parameter a und b oder die Halbachsen, das sind gerade die Schnittstellen der Kurve mit den Koordinatenachsen. A finden Sie als Schnittstelle der Kurve mit der x-Achse und b finden Sie als Schnittstelle der Kurve mit der y-Achse. Und wir wollen jetzt, wie gesagt, die Fläche der gesamten Ellipse bestimmen. Das heißt, a wäre viermal die blaue Fläche, also viermal Integral. Das Integral muss hier laufen von 0 bis a über die Funktion f oben von x, also b mal Wurzel aus 1 minus x Quadrat dividiert durch a Quadrat dx. Und nun geht es darum, dieses Integral zu lösen. Das ist nicht ganz einfach. Dazu benötigen wir eine spezielle Substitution, also das Substitutionsverfahren, das ich Ihnen im Video Nummer 90 vorgestellt habe. Und zwar benutzen wir hier, um dieses Integral zu lösen, folgende Substitution: x in Abhängigkeit von z soll sein a mal Sinus von z. Und in der Substitutionsformel, wenn Sie sich das im Video Nummer 90 nochmal anschauen, benötigen Sie auch die Ableitung von x, also x' von z. Das liefert a mal, ja, Sinus z abgeleitet ist ja Cosinus von z. Wenn wir das jetzt alles mal einsetzen hier, dann erhalten wir hier also: die Fläche ist 4 mal, die Konstante b kann ich schon mal vor das Integral ziehen, Integral, und um die Grenzen kümmern wir uns gleich. Dann haben wir hier stehen Wurzel aus 1 minus, ja, im Zähler müssen wir x Quadrat einsetzen. Unsere Substitution war ja a mal Sinus z. Also steht dort a Quadrat mal Sinus Quadrat von z dividiert durch a Quadrat mal, jetzt kommt die Ableitung von x, also x' von z, das ist a mal Cosinus von z dz. So, jetzt brauchen wir noch die Integrationsgrenzen hier.
Wir sehen, in der Variablen x lauten die Grenzen 0 und a. Wir schauen uns dazu an, die Substitution hier. Welches z müssten wir hier einsetzen, damit gerade die untere Integrationsgrenze 0 herauskommt? Also wenn x 0 sein soll, was muss dann z sein? Ja, dann muss gerade der Sinus 0 ergeben. Und wann wird der Sinus 0? Das zeichne ich hier vielleicht schon einmal hin. Als Erinnerung vielleicht nochmal, ich trage jetzt hier z auf und hier x auf. Die Sinusfunktion hat ungefähr folgendes Aussehen in der Variablen z. An der Stelle Pi halbe würde der Sinus gerade den Wert 1 liefern. Das heißt, wenn z gerade Pi halbe ist, dann hätten wir, was mache ich jetzt hier? Das ist natürlich Quatsch, was ich hier erzähle. Also wir wollen wissen, wann ist der x-Wert 0? Dazu muss der Sinus 0 werden. Und das bedeutet, hieraus folgt dann, z muss 1 sein. Betrachten wir noch den anderen Fall. A, wann ist x gleich a? Also a gleich a mal Sinus z. Sie sehen, damit diese Gleichung gilt, muss der Sinus gerade 1 werden. Und der Sinus wird 1 an der Stelle Pi halbe. Das heißt, unsere neuen Grenzen wären jetzt hier also, hier muss natürlich eine 0 stehen, Entschuldigung, ich schreibe das hier nochmal neu hin, also die untere Grenze ist z gleich 0, die obere Grenze ist z gleich Pi halbe. Also läuft unser Integral in der Variablen z diesmal von 0 bis Pi halbe. So, wir sehen, in der Wurzel kürzt sich zunächst erstmal das a² hier raus. Und so erhalten wir dann, wenn wir die Konstante a auch noch mal vor das Integral ziehen, 4ab Integral von 0 bis Pi halbe, Wurzel aus 1 minus Sinus Quadrat von z multipliziert mit Cosinus von z dz. Der nächste Schritt wird jetzt sein, hier irgendwie ein Additionstheorem zu verwenden, so dass die Wurzel hier wegfällt. Und dazu erinnern wir uns an den trigonometrischen Pythagoras. Den schreibe ich hier nochmal hin. Es gilt ja, Cosinus Quadrat von z plus Sinus Quadrat von z ist ja gleich 1. Und zwar gilt das für alle beliebigen z-Elemente reellen Zahlen. Diese Gleichung lässt sich umformen nach Cosinus von z. Dazu bringen Sie den Sinus Quadrat auf die rechte Seite und ziehen dann die Wurzel. Dann erhalten wir zwei Lösungen, nämlich plus minus Wurzel aus 1 minus Sinus Quadrat von z. Die Frage ist hier, müssen wir die positive Wurzel oder die negative Wurzel jetzt nehmen? Und dazu schauen wir uns mal die Integrationsgrenzen hier an. Die Integrationsgrenzen laufen hier von 0 bis Pi halbe. Wir bewegen uns also hier auf der Sinuskurve nur in diesem Teil, den ich hier mal blau markiere. Wenn ich dort nochmal die Cosinusfunktion zusätzlich mit reinzeichne, die würde ja dann ungefähr dieses Aussehen hier haben. Das hier wäre also der Graph der Cosinusfunktion. Und die schwarze Kurve halt der Graph der Sinusfunktion. Dann sehen Sie, in diesem Intervall von 0 bis Pi halbe muss der Cosinus offensichtlich positiv sein. Und dieses Intervall betrachten wir auch nur. Das heißt, wir können hier die negative Lösung vor der Wurzel hier ignorieren. Das heißt also letztendlich, unsere Wurzel vereinfacht sich einfach zu Cosinus von z. Und zwar zu plus Cosinus von z. Dann erhalten wir hier insgesamt 4ab, Integral von 0 bis Pi, Cosinus von z mal Cosinus von z liefert gerade Cosinus Quadrat von z dz. Und es geht jetzt darum, dieses Integral über Cosinus Quadrat z zu lösen. Auch das ist kein Grundintegral. Um das zu lösen, brauchen wir noch ein weiteres Additionstheorem. Dieses erste Additionstheorem, der trigonometrische Pythagoras, den benötigen wir einerseits und wir benötigen noch eine zweite Formel, und zwar die Formel Cosinus Quadrat von z minus Sinus Quadrat von z ist gerade Cosinus von 2z. Addieren Sie jetzt die beiden Gleichungen, also Gleichung 1 plus Gleichung 2, dann erhalten Sie Cosinus Quadrat von z plus Cosinus Quadrat von z. Das gibt 2 mal Cosinus Quadrat von z. Ja, und der Sinus Quadrat hebt sich hier gerade raus, denn Sinus Quadrat z minus Sinus Quadrat z ist 0. Und auf der rechten Seite erhalten Sie 1 plus Cosinus von 2z. Das heißt, wir können jetzt hier schreiben, wir können
eine 2 mal in das Integral mit reinschreiben. Das heißt, die 4, die vor dem Integral steht, zerlege ich in 2 mal 2 und die eine 2 ziehen wir mit in den Integranten rein, sodass wir im Integranten dann 2 mal Cosinus Quadrat z stehen haben und dafür dürfen wir schreiben, wie wir eben gesehen haben, 1 plus Cosinus von 2z dz. Und der letzte Schritt ist jetzt der, dass wir die Stammfunktion jetzt bilden müssen. Also daraus folgt, a ist gleich 2ab mal die Stammfunktion. Die Stammfunktion von 1 ist gerade z und die Stammfunktion von Cosinus 2z liefert 1/2 mal Sinus von 2z. Denn wenn Sie 1/2 Sinus von 2z ableiten, benötigen Sie die Kettenregel und die innere Ableitung würde hier den Faktor 2 ergeben und diese 2 hebt sich hier sozusagen mit 1/2 weg, sodass hier nur noch Cosinus 2z übrig bleibt. So, das Ganze muss berechnet werden in den Grenzen von 0 bis Pi halbe. Ich sehe gerade, ich habe hier oben, glaube ich, Pi halbe vergessen hinzuschreiben in dem Integralen. Das muss ich nochmal korrigieren. Jetzt müsste das alles wieder stimmen, hoffe ich. So, wie geht das jetzt weiter? Jetzt benutzen wir den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Das heißt, wir werten die Stammfunktion aus an der oberen Grenze. Setzen wir die obere Grenze für z ein, erhalten wir Pi halbe plus 1/2 mal Sinus von 2 mal Pi halbe und das ist gerade Pi. Minus die Stammfunktion an der unteren Grenze, also 0 minus 1/2 Sinus von 2 mal 0 ist wieder Sinus von 0. So, Sinus von 0, was ergibt das, wenn wir auf die Grafik mal hier oben schauen? Sinus von 0 ist offensichtlich 0, auch Sinus von Pi ist 0. Das heißt, was bleibt hier letztendlich eigentlich nur noch übrig, wenn man sich das anschaut? Hier bleibt nur noch über 2ab mal Pi halbe. Und dann kürze ich hier die 2 noch raus. Wir halten also letztendlich a mal b mal Pi für die Fläche der Ellipse. Wir wollen jetzt noch mal einen Spezialfall betrachten, und zwar speziell, was passiert, wenn b gleich a ist? Wenn wir b gleich a setzen, das bedeutet zunächst einmal, wenn wir in die Ellipsengleichung reingehen, x Quadrat durch a Quadrat plus y Quadrat durch b Quadrat, und da wir b gleich a gesetzt haben, erhalten wir hier y Quadrat durch a Quadrat, wäre dann 1. Diese Gleichung multipliziere ich durch mit a Quadrat und wir erhalten dann x Quadrat plus y Quadrat ist gleich a hoch 2 und das ist offensichtlich eine Kreisgleichung. Und zwar eine Kreisgleichung mit dem Radius r gleich a. Für diesen Sonderfall geht also die Ellipse in einem Kreis über. Das heißt, wenn die beiden Halbachsen gleich groß sind, handelt es sich um einen Kreis. Und wenn wir dieses Mal in die Flächenformel der Ellipse einsetzen, die ja a mal b mal pi war, das heißt a mal b und b war ja gerade als a gesetzt worden, erhalten wir also a mal pi und das gibt zusammengefasst die bekannte Kreisformel Radius zum Quadrat mal pi. So, nun wollen wir noch einen zweiten Fall betrachten und zwar wir betrachten jetzt den Fall, dass zwei verschiedene Funktionen in einem vorgegebenen Intervall eine Fläche einschließen mögen. Und wir betrachten hiervon nur einen Sonderfall, und zwar sei f von x eine Funktion, deren Funktionswerte größer oder höchstens gleich g von x sind und g von x selbst wieder soll eine positive Funktion sein oder höchstens gleich 0 sein. Und das soll gelten für alle x wieder aus einem vorgegebenen abgeschlossenen Intervall AB. Malen wir uns vielleicht mal eine so eine Situation hier hin. Sei das hier beispielsweise mal der Graph der Funktion f und eine zweite Funktion g, die muss darunter liegen, aber noch positiv sein, beispielsweise diese hier. Das ist die Funktion g oder besser gesagt der Graph der Funktion g. Wir suchen die Fläche von a bis b, die beide Graphen miteinander einschließen. Wie geht das? Dazu kann man folgendermaßen verfahren. Wir berechnen zunächst einmal die Fläche, die der Graph der Funktion f mit der x-Achse im Intervall AB einschließt. Und diese Fläche markiere ich hier jetzt einmal rot. Das wäre also die Fläche A1, möchte ich die hier vielleicht mal nennen. A1 wäre das Integral von a bis b, f von x dx. Das ist klar. Betrachten wir jetzt mal die Fläche, die der Graph g
im Intervall von a bis b mit der x-Achse einschließt. Und diese Fläche möchte ich hier mal grün kennzeichnen und diese Fläche bezeichne ich hier mal mit a2. Auch diese können wir ausrechnen. Das wäre das Integral von a bis b über g von x dx. Was suchen wir eigentlich? Wir suchen eigentlich die Fläche, die die beiden Graphen miteinander einschließen. Und diese Fläche, die möchte ich hier mal jetzt in blau darstellen. Und Sie sehen, aus geometrischen Überlegungen sieht man hier, die blaue Fläche erhalten Sie gerade dadurch, indem Sie... Also die blaue Fläche, das soll mal unser A sein, indem Sie die rote Fläche A1 minus die grüne Fläche rechnen. Also letztendlich das Integral von A bis B f von x dx minus das Integral von A bis B g von x dx. Und da hier die Integrale beide dieselben Integrationsgrenzen haben, können wir beide Integrale zu einem einzigen Integral zusammenfassen, nämlich Integral von A bis B. Und der Integrant lautet jetzt hier f von x minus g von x dx. So berechnet man also Flächen, die zwischen zwei Graphen eingeschlossen werden. Wir wollen jetzt mal ein zweites Beispiel hier betrachten. Und zwar wollen wir berechnen die Fläche eines Hyperbelsektors. Und dazu kann man diese Formel, die wir eben gerade hier oben hergeleitet haben, benutzen. Also Beispiel Nummer 2. Wir wollen die Fläche des Hyperbelsektors bestimmen. Fläche des Hyperbelsektors. So, was ist darunter jetzt nun genau zu verstehen? In dem Video Nummer 80 wurde bereits gezeigt, dass für die Hyperbelfunktion das folgende Additionstheorem gilt. Cosinus hyperbolicus Quadrat von x minus Sinus hyperbolicus Quadrat von x ist immer 1. Und zwar für alle x Elemente reellen Zahlen. Wie lässt sich dieses Additionstheorem nun geometrisch interpretieren? Das hatte ich Ihnen schon teilweise in dem Video Nummer 80 gezeigt. Und zwar setzen wir mal u an als Cosinus hyperbolicus von x und wir setzen y als Sinus hyperbolicus von x. Dann sehen Sie, dann geht unsere Gleichung, die obige Gleichung, offensichtlich über in u² minus y² ist gleich 1. Und hierbei handelt es sich um eine sogenannte Einheitshyperbel. Wie sieht diese Einheitshyperbel aus? Die zeichne ich Ihnen hier mal rechts hin. Und zwar ergeben sich hier zwei Hyperbeläste. Ein Ast auf der rechten Halbebene sieht ungefähr so aus. Diese Hyperbel schneidet die U-Achse an der Stelle 1. Und wir haben noch einen zweiten Hyperbelast auf der linken Halbebene. Der schneidet ebenfalls die U-Achse, aber an der Stelle minus 1. Und die Frage ist jetzt, wie kann man diese Zahl x, die hier oben in diesem Additionstheorem vorkommt, geometrisch deuten? Und da hatte ich Ihnen bereits im Video Nummer 80 Folgendes gesagt. Wählen wir jetzt beispielsweise mal in der rechten Halbebene einen Punkt auf der Hyperbel, den ich hier mal blau kennzeichne. Und dieser Punkt hätte dann die Koordinaten Cosinus hyperbolicus von x und Sinus hyperbolicus von x. Dann hatte ich gesagt, wenn Sie jetzt eine Gerade ziehen, vom Koordinatenursprung aus durch den Punkt P hindurch, und den Spiegelpunkt vom Punkt P betrachten, der jetzt auf der unteren Seite hier liegt, P' möchte ich hier mal bezeichnen, und Sie zeichnen ebenfalls eine Gerade vom Koordinatenursprung durch diesen Punkt P', dann schließen diese beiden Geraden mit dem Hyperbelast eine Fläche ein, die ich jetzt mal rot schraffiere. Und ich hatte im Video Nummer 80 schon behauptet, dass diese Fläche, die ich hier rot schraffiert habe, gerade den Wert x hat. Also egal, wo Sie den Punkt auf der Hyperbel hier legen würden, x bedeutet dann immer die Fläche, den diese beiden grünen Geraden mit dem Hyperbelast einschließen. Und diese Fläche wollen wir jetzt im Folgenden berechnen. Also ich schreibe das hier vielleicht nochmal hin. Das ist die Fläche zwischen den grünen Geraden und den Hyperbelast. So, wir können, um diese Fläche jetzt zu berechnen, uns beschränken auf den Flächenteil, der im ersten Quadranten liegt. Diesen Flächenteil, den umrande ich jetzt mal blau hier vielleicht.
Wir berechnen diesen Flächenanteil, den ich jetzt blau umrande, und dieser Flächenanteil müsste gerade den Wert x halbe dann haben. Denn aufgrund der Symmetrie tritt ja dieser Flächeninhalt nochmals im vierten Quadranten auf. Wir zeigen jetzt also, dass diese Fläche den Wert x halbe hat. So, wie gehen wir da jetzt vor? Wir müssen jetzt hier, ja, wie könnte man das berechnen? Dazu zeichne ich mir vielleicht noch einmal diesen Flächenanteil im ersten Quadranten hier noch etwas vergrößert einmal auf, um hier zu sehen, was hier eigentlich zu machen ist. Das sei mal die Hyperbel beispielsweise. Das ist unser Punkt P. Wir haben hier unsere Gerade durch den Ursprung und durch den Punkt P. Wie können wir hier vorgehen? Um diese Fläche zu berechnen, könnten wir hier zwei Teilflächen berechnen. Und zwar einmal die Dreiecksfläche, die ich hier mal blau schraffiere. Das ist wohl relativ einfach. Und dann noch eine zweite Fläche, die ich hier rot schraffiere. Und das wäre eine Fläche zwischen zwei Funktionen. Und wir wissen, diese Fläche, diese rote Fläche, wird begrenzt auf dem kompakten Intervall von 1 bis Cosinus Hyperbolicus von x. Denn bedenken Sie hier oben, der Punkt hatte ja die Koordinaten, u war Cosinus Hyperbolicus von x und y war Sinus Hyperbolicus von x. Das kann ich hier auch mal hinschreiben in dieser vergrößerten Zeichnung hier. Das heißt also, hier hätten wir Sinus Hyperbolicus von x. Gut, das wäre eine Möglichkeit, um diese Fläche zu bestimmen. Es gibt aber noch einen eleganteren Weg, und zwar könnten wir ja mal die Fläche des Dreiecks bestimmen. Das Dreieck, das zeichne ich hier mal jetzt in grün ein, das begrenzt wird durch den Koordinatenursprung, durch den Punkt P und durch diesen Punkt auf der x-Achse, nämlich bei Cosinus x. Diese grüne Fläche möchte ich bezeichnen mit A-Dreieck, also im Index setze ich mal so ein Dreieck hier ran, wäre Grundseite mal Höhe durch 2. Grundseitenlänge ist Cosinus Hyperbolicus x, die Höhe dieses Dreiecks wäre Sinus Hyperbolicus von x geteilt durch 2. Das ist ja die bekannte Flächenformel für ein Dreieck. Damit haben wir aber zu viel ausgerechnet. Wir müssen von dieser Dreiecksfläche noch etwas abziehen, was ich jetzt mal in hellblau hier skizziere, nämlich die Fläche, den der Hyperbelast im abgeschlossenen Intervall von 1 bis Cosinus x einschließt. Diese Fläche bezeichne ich mit A Stern. Unsere gesuchte Fläche sozusagen wäre dann also offensichtlich, also A gesucht, wäre gerade die grüne Dreiecksfläche minus A Stern. Und es wird sich zeigen, dass diese Rechnung einfacher ist als die erste Methode, die ich Ihnen erzählt habe. Um A Stern jetzt auszuberechnen, ja, was müssen wir tun? Wir müssen nun zunächst einmal wissen, wie lautet überhaupt die Funktionsgleichung von diesem Hyperbelast. Dazu gehen wir in unsere Gleichung hier rein, in unsere Gleichung der Einheitshyperbel und lösen die einfach mal nach y auf. Das heißt, y² auf die rechte Seite gebracht und die 1 auf die linke Seite. Dann erhalten wir u² minus 1 ist y². Ziehen wir hier die Wurzel, erhalten Sie zwei Lösungen, nämlich plus minus die Wurzel aus u² minus 1. Da unsere Hyperbel nur positive y-Werte hier besitzt in unserem ersten Quadranten, kommt für uns hier nur die positive Lösung in Betracht. Das heißt, unsere Funktionsgleichung wäre hier u² minus 1. So, dann ergibt sich jetzt unsere Fläche A Stern durch Integral von 1 bis Cosinus Hyperbolicus x über Wurzel aus u² minus 1 du. Um dieses Integral jetzt zu lösen, benötigen Sie wieder das Substitutionsverfahren. Und wie substituieren wir hier geschickt? Die Substitution, die wir jetzt hier verwenden werden, ist die folgende. Wir setzen u in Abhängigkeit von z an als Cosinus Hyperbolicus von z. Dann benötigen wir ja für die Substitutionsmethode auch die Ableitung u' von z. Und die wäre gerade ja Cosinus Hyperbolicus abgeleitet, ist ja bekanntlich Sinus Hyperbolicus von z. Das heißt, unser Integral geht jetzt über in Integral. Mit den Grenzen beschäftigen wir uns gleich noch.
Wurzel aus, ja, u Quadrat, also Cosinus hyperbolicus Quadrat von z minus 1 mal u Strich, das gibt Sinus hyperbolicus von z dz. So, die Grenzen, ja, wie sehen die jetzt aus? Wir müssen jetzt die Grenzen in der Variablen z ermitteln. Das heißt, in der Substitution müssen Sie welche Zahl für z einsetzen, damit Sie gerade als untere Grenze den Wert u gleich 1 erhalten. Dazu zeichne ich hier vielleicht noch einmal nebenbei die Graphen der Cosinus-Hyperbolicus-Funktion. Das hier ist der Graph von Cosinus Hyperbolicus und wir werden auch noch brauchen den Graphen von Sinus Hyperbolicus, den male ich hier auch gleich mal in Blau mit ein. Das wäre der Graph von Sinus Hyperbolicus. Wir betrachten jetzt unsere Substitution u in Abhängigkeit von z, das heißt, hier ist die z-Achse, hier wäre die u-Achse. Cosinus Hyperbolicus hat das Minimum an der Stelle z gleich 0 und das Minimum wäre gerade 1. Das heißt, setzen Sie in der Substitution für z die 0 ein, erhalten Sie gerade die untere Grenze für u die 1. Also lautet die untere Grenze hier 0 in der Variablen z. Setzen Sie jetzt für z x ein, erhalten Sie als obere Grenze Cosinus Hyperbolicus von x in der Variablen u. Das heißt, wir müssen hier in der Variablen z die obere Grenze gerade x wählen. So, um dieses Integral jetzt zu lösen, dazu benötigen wir jetzt zunächst einmal wieder das Additionstheorem für die hyperbolischen Funktionen und das lautete ja Cosinus Hyperbolicus Quadrat von z minus Sinus Hyperbolicus Quadrat von z ist gleich 1. Lösen wir das mal auf nach Cosinus Hyperbolicus von z, erhalten wir hier aufgrund dessen, weil wir hier die Wurzel ziehen müssen, im Prinzip erstmal wieder zwei Lösungen, nämlich nach Cosinus Hyperbolicus möchte ich das gar nicht auflösen, sehe ich gerade, nach Sinus Hyperbolicus von z. Dann erhalten wir zwei Lösungen, nämlich plus minus Wurzel aus Cosinus Hyperbolicus Quadrat von z minus 1. Die Frage ist jetzt, welche Lösung kommt hier in Frage, die positive oder die negative Lösung? Wenn Sie sich das mal an den Graphen hier rechts anschauen, unsere Grenzen in der Variablen z laufen von 0 bis zu irgendeiner Zahl x hin, also in diesem Bereich. Und in diesem Bereich sehen Sie, dass der Graph der Sinus-Hyperbolicus-Funktion im positiven Bereich liegt. Das heißt also, wir können hier die negative Wurzel ignorieren. Das bedeutet in unserem Fall, wir können die gesamte Wurzel hier ersetzen durch Sinus-Hyperbolicus von z. So dass wir insgesamt jetzt hier für die Fläche a Stern erhalten, das ist das Integral von 0 bis x, Sinus Hyperbolicus mal Sinus Hyperbolicus gibt Sinus Hyperbolicus Quadrat von z dz. Jetzt müssen wir uns irgendwie von diesem Quadrat hier lossagen mit dem Integranten und dazu benutzen wir wieder zwei Additionstheoreme für hyperbolische Funktionen, die ich Ihnen im Video Nummer 80 bewiesen habe. Und das erste Additionstheorem, was wir benötigen, das schreibe ich mal hier hin, das ist das Additionstheorem Sinus Hyperbolicus Quadrat von z lässt sich auch schreiben als 1/2 mal Cosinus Hyperbolicus von 2z minus 1 und die 1/2 sozusagen ist hier ausgeklammert. Und wir benötigen noch eine zweite Formel im Laufe der Rechnung. Sinus Hyperbolicus von 2 mal z ist dasselbe wie 2 mal Sinus Hyperbolicus von z multipliziert mit Cosinus Hyperbolicus von z. So benutzen wir zunächst erstmal das erste Additionstheorem. Die 1/2 kann man ja vor das Integral ziehen, dann erhalten Sie 1/2 mal Integral von 0 bis x von Cosinus Hyperbolicus von 2z minus 1 dz. So, und die Stammfunktion lässt sich davon einfach bilden. Die Stammfunktion von Cosinus Hyperbolicus von 2z erkennt man durch scharfes Hinsehen wieder. Das wäre 1/2 mal Sinus Hyperbolicus von 2z. Denn wenn Sie 1/2 mal Sinus Hyperbolicus von 2z ableiten, müssen Sie ja die Kettenregel benutzen. Und als innere Ableitung erhalten Sie hier den Faktor 2, der sich mit 1/2 hier vorne wieder wegkürzen würde. Und aus Sinus Hyperbolicus 2z wird ja als äußere Ableitung
Ableitung Cosinus Hyperbolicus 2x. Dann erhalten wir die Stammfunktion für die minus 1, das wäre gerade z. In den Grenzen von 0 bis x. So, wir verwenden jetzt den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Wir werten die Stammfunktion an der oberen Grenze mal aus. Das liefert dann 1/2 mal 1/2 Sinus Hyperbolicus von 2x. Wir müssen ja z durch x ersetzen jeweils. Minus die Stammfunktion an der unteren Grenze, also die 0 eingesetzt. Sinus Hyperbolicus von 2 mal 0, ja das bleibt 0, minus 0. Sinus Hyperbolicus von 0, ja was ist das? Schauen Sie sich den blauen Graphen mal oben rechts an. Sie sehen an der Stelle z gleich 0 ist der Sinus Hyperbolicus auch gerade 0. Und das heißt, dass im Prinzip die ganze letzte Klammer hier den Wert 0 hat. So, dass wir hier letztendlich erhalten, 1/2 mal 1/2 ist 1/4 Sinus Hyperbolicus von 2x minus 1/2 x. Jetzt verwenden wir im nächsten Schritt, ja, das schreibe ich hier nochmal hin, wir benutzen jetzt das zweite Additionstheorem, Sinus Hyperbolicus von 2z, oder Sie können auch 2x dafür einsetzen, kann man ersetzen durch 2 mal Sinus Hyperbolicus von x in unserem Fall mal Cosinus Hyperbolicus von x minus 1/2 x. Ja, die 2 lässt sich mit der 1/4 noch kürzen, so dass wir insgesamt erhalten 2 mal Sinus Hyperbolicus von x mal Cosinus Hyperbolicus von x minus 1/2 x. Und wenn Sie sich das Ganze jetzt mal anschauen, unsere Dreiecksfläche, die ich hier grün eingerahmt hatte, die Formel zumindest, dort steht gerade, die Dreiecksfläche ist Cosinus Hyperbolicus x mal Sinus Hyperbolicus x halbe. Und Sie sehen offensichtlich, der Term steht gerade hier vorne. Das heißt, wir haben hier A-Dreieck minus 1/2 x. So, was erhalten wir jetzt letztendlich? Unsere gesuchte Fläche, A gesucht, war ja, was hatten wir oben hingeschrieben? Schwarz eingerahmt, die Dreiecksfläche minus A-Stern. Also, die Dreiecksfläche A-Dreieck minus A-Stern, schreibe ich hier vielleicht nochmal hin, ist A-Dreieck minus, und ja, A-Stern haben wir gerade bestimmt, ist wieder A-Dreieck minus 1/2 x. Und wenn Sie die Klammer auflösen, sehen Sie, dass die Dreiecksfläche sich gerade heraushebt und aus minus 1/2 x wird einfach plus 1/2 x. Und das war hier auch zu zeigen. Zu diesem Video ist ein Übungsbuch erschienen, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen bereitstellt. Besuchen Sie vielleicht doch einmal unsere Homepage durch einen Klick auf den rechts unten stehenden Link, um einige Seiten aus diesem Buch Probe zu lesen.